Also eine der besonderen Herausforderungen bei dem Projekt Leipzig war zweifellos der Zeitfaktor, dass wir es schaffen mussten, in der kurzen Zeit eine so Riesenanlage zu bauen, war natürlich begünstigt dadurch, dass die Konstruktion schon so weit abgeschlossen war, bis auf ein paar Detailfragen, so dass wir eigentlich mit Unterschrift sofort beginnen konnten, die Anlage herzustellen. Und wir sind hier an dem Punkt, wo eigentlich der Achterbahnbau beginnt, von der mechanischen Fertigung, von der Fertigung als solche draußen. Das ist eben die Schienenfertigung. Sie sehen vor sich den Anfangsstadium der Rohre. Die werden so angeliefert. Das sind ganz normale Schienenrohre. Also insgesamt an der Achterbahn für Leipzig waren 55 Mann in der Fertigung beteiligt und 3 Mann in der mechanischen Konstruktion und 4 Mann in der elektronischen Konstruktion. Das Besondere an dieser Achterbahn ist der 32 Meter hohe Lift, wo man senkrecht nach oben fährt und mit 97 Grad nach unten. Das ist schon eine Herausforderung und ist auch dann für das Publikum wirklich eine tolle Sache. Wir erstellen die Zeichnungen und nach den Zeichnungen werden dann die Schienen gebogen und dann werden die Schienen gelegt und geschweißt und dann sandstrahlt und lackiert. Dann sehen Sie die schönen roten Schienen hier. Oder die Steuerung wird entworfen und hier programmiert. Und Fahrzeuge in Einzelteile dann zusammengebaut. Und dann kommen ganz einfach die fertigen Teile raus und alles in Einzelteile. Und es wird dann erst vor Ort zusammengebaut. Und dann muss das auch passen.